Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute in diesem Video zeige ich euch mal einen neuen Solo Kartuka Merch. Was ihr für diesen Solo Kartuka Merch braucht: Ihr braucht einen Bunker. Dann braucht ihr noch eine Arena Werkstatt. In dieser Arena Werkstatt muss sich ein Bravado Red Truck befinden. Falls ihr euch fragt, wo ihr diesen kaufen könnt: Diesen könnt ihr ganz einfach bei Southend San Andreas kaufen. Dann braucht ihr noch das Auto mit den Tuning Teilen in der Arena Werkstatt und das Auto, was die Tuning-Teile bekommen soll. Und ja, wichtig ist, bevor ihr mit dem Glitch loslegt, müsst ihr in eine Einladesitzung und in eurem Bunker spawnen. Und Leute, dann braucht ihr noch einen Job von Ron oder von Geralt. Aber ich würde sagen, labern wir nicht so viel, sondern kommen auch direkt schon zum Video. Und ja Leute, was ich noch vergessen habe zu erwähnen: Ihr braucht noch einen Job von Ron oder von Geralt, das ist sehr wichtig. Aber ja, das erste, was ihr macht, wenn ihr in der Lobby gespawnt seid und in eurem Bunker gespawnt seid, dann begibt ihr euch zu eurer Arena-Werkstatt. So, denn Jungs, hier ist das Auto, was ich modden werde, da ist das Auto, was die gemoddeten Teile hat, und da ist der Red Truck. Das erste, was ihr macht: Ihr steigt in eurem Bravado Red Truck ein und drückt Pfeiltaste nach rechts zum Modifizieren. Wenn ihr dann jetzt hier in der Werkstatt angekommen seid, drückt ihr Kreis und X zum Fahrzeug verlassen, und jetzt kommt ein kleiner Timing Part. Denn jetzt setzt ihr euch wieder in das Auto rein und müsst folgendes machen: Ihr drückt Pfeiltaste nach rechts. Sobald ihr das Klicken gehört habt von der Pfeiltaste nach rechts, müsst ihr R2 drücken und danach einfach Pfeiltaste links. Also, zack, zack. So, jetzt habe ich das zum Beispiel nicht geschafft. Wenn ihr wie ich einfach wieder rausgefahren seid, einfach wieder Pfeiltaste nach rechts drücken zum Reinfahren. So, dann könnt ihr das Ganze nochmal wiederholen. Das heißt, Kreis X, Fahrzeug verlassen, wieder einsteigen und dann jetzt wieder Pfeiltaste nach rechts. Sobald ihr das Klicken gehört habt, in-game, dann drückt ihr R2 und danach Pfeiltaste links. Und das so schnell wie es geht. So, jetzt habe ich es zum Beispiel wieder nicht geschafft, denn was passieren sollte, Leute? Denn wenn ihr das Ganze gehittet habt, dürftet ihr einfach sehen, wie ihr mit dem Truck einfach, oder eher gesagt mit dem Bravado Red Truck, wieder in die Arena-Werkstatt reinfährt. Aber ja, ich erkläre es jetzt noch einmal. Also, ihr drückt Pfeiltaste rechts. Sobald ihr das Klicken gehört habt, drückt ihr sofort R2, dann lasst ihr R2 los und drückt Pfeiltaste links. Aber ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich das Ganze geschafft habe. Bis gleich. Und ja Leute, wenn es genauso aussieht wie bei mir, dann habt ihr alles richtig gemacht. Denn jetzt drückt ihr Kreis und X auf Fahrzeug verlassen. Dann steigt jetzt wieder in den Red Truck ein. Drückt Pfeiltaste nach oben. Geht auf Jobliste. Drückt einmal X auf den Job von Geralt. Dann haltet ihr die Optionstaste gedrückt, lässt sie los und ungefähr eine halbe Sekunde danach drückt ihr einfach X. Und wenn ihr das Ganze jetzt geschafft habt, also dass ihr das Klicken von dem Handy gehört habt und im Optionsmenü seid, dann drückt ihr jetzt einmal die Optionstaste und spammt danach Pfeiltaste nach links. So, jetzt Spam. Dann dürft ihr es genauso wie bei mir aussehen, ein bisschen glitchy. Wenn ihr dann jetzt im Job drin seid, dann verlässt ihr diesen jetzt einfach nur noch. Und jetzt könnt ihr auch schon anfangen, richtig zu glitchen. Denn jetzt holt ihr euch nämlich das Auto, was die Tuning-Teile hat. In dem Fall ist es dieser Komet hier. Das heißt, ihr steigt einfach in das Auto ein, was die Tuning-Teile hat, und drückt Pfeiltaste nach rechts. Zack. Dann seht ihr, dass ich in die Arena-Werkstatt einfach reinfahren kann. So, das dauert jetzt ein bisschen, bis ich drin bin. Wenn ihr dann jetzt drin seid, drückt ihr Kreis und X auf Fahrzeug verlassen. Dann steigt ihr jetzt in den Bravado Red Truck ein und drückt einfach Pfeiltaste nach links. So, es kann vielleicht wie bei mir ein bisschen glitchy aussehen, aber das ist ganz normal. Jetzt steigt ihr in das Auto ein, was die Tuning-Teile bekommen soll, und drückt dann Pfeiltaste nach rechts. So. Wenn ihr dann jetzt auch in der Arena-Werkstatt ankommen seid, drückt ihr Kreis und X auf Fahrzeug verlassen. Dann steigt jetzt einmal in das Auto ein, was die Tuning-Teile hat.
dann drückt ihr Pfeiltaste nach rechts, ändert irgendeine Sache an dem Auto, dann drückt Kreis, Kreis und X auf Fahrzeug verlassen. Jetzt steigt ihr wieder in das Auto ein, was die Tuningteile bekommen soll. Dann drückt ihr Pfeiltaste nach oben, geht auf Jobliste, drückt einmal X auf den Job von Gerald oder von Ron. Dann haltet ihr die Optionstaste gedrückt, lässt diese los und eine halbe Sekunde danach drückt ihr X zum Job starten. Okay, in meinem Fall habe ich das Ganze jetzt nicht geschafft, das heißt, ich mache das Ganze nochmal. So, jetzt habe ich das Ganze geschafft, denn wenn ihr das Klicken vom Handy gehört habt und trotzdem im Optionsmenü seid, habt ihr das richtig gemacht. Denn jetzt müsst ihr wieder Optionstaste drücken und danach Pfeiltaste nach links spammen. Und wenn ihr alles richtig gemacht habt, dürft ihr es wie bei mir sehen, dass ihr in den Job reingeladen werdet. Dann verlässt ihr den Job einfach nur noch und jetzt seht ihr schon, habe ich hier schon das erste Auto gemoddet. So, um das Ganze jetzt abzuspeichern, setzt ihr euch jetzt in das Auto rein und drückt Pfeiltaste nach rechts. So, jetzt, wenn ihr in der Tuning-Werkstatt drin seid, ändert ihr einfach irgendeine Sache an diesem Auto, zum Beispiel das hier. Dann drückt ihr Kreis, Kreis und X auf Werkstatt verlassen. Und jetzt habt ihr erfolgreich euer erstes Auto abgespeichert. Und ich zeige euch jetzt auch direkt, wie ihr jetzt zum Beispiel das Auto, das die Tuning-Teile gibt, wechseln kann. Zum Beispiel, ich sag jetzt, yo, ich will, dass dieses Auto hier jetzt die Tuning-Teile gibt. Das heißt, ich setze mich in das Auto rein, was die Tuning-Teile haben soll. Oder eher gesagt, was die Tuning-Teile hat. Dann drückt ihr einfach Pfeiltaste nach rechts. So. Dann, wenn ihr jetzt in der Garage drin seid, oder eher gesagt in der Werkstatt, drückt ihr Kreis und X auf Fahrzeug verlassen. Dann steigt jetzt in das Fahrzeug ein, was ja hier noch drin steht. Drückt dann einfach Pfeiltaste nach links zum Werkstatt verlassen. Dann steigt jetzt in das Auto ein, was jetzt die Tuning-Teile bekommen soll. Das ist jetzt zum Beispiel wieder hier der Vagrant, den ich gerade hier gemoddet habe. Das heißt, ihr setzt euch in das Auto rein, was die Tuning-Teile bekommen soll und drückt dann auch wieder Pfeiltaste nach rechts. Und dann seht ihr auch, dass ihr wieder ganz normal reinfahren könnt, wie vorher. So, wenn ihr jetzt hier auch drin seid, drückt ihr Kreis und X zum Fahrzeug verlassen. Dann steigt jetzt wieder einmal in das Auto ein, was die Tuning-Teile hat. Das ist hier in meinem Fall der Revolter. Dann drückt ihr Pfeiltaste nach rechts, ändert irgendeine Sache an diesem Auto, drückt Kreis und drückt X auf Fahrzeug verlassen. Jetzt steigt ihr wieder in das Auto ein, was die Tuning-Teile bekommen soll. Dann drückt ihr Pfeiltaste nach oben, geht auf Jobliste, drückt einmal X auf den Job von Gerald. Dann haltet ihr die Optionstaste gedrückt, lässt diese los und nach einer halben Sekunde drückt ihr X zum Job starten. Wenn ihr das Ganze geschafft habt, dürftet ihr das Klicken vom Handy hören und trotzdem im Optionsmenü sein. Jetzt müsst ihr so gesehen die Optionsmenü-Taste drücken und danach wieder Pfeiltaste nach links spammen. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann dürfte es wie bei mir aussehen. Das heißt, jetzt verlässt ihr einfach nur noch den Job und dann habt ihr jetzt schon euer nächstes Auto gemoddet. Um das jetzt wieder abzuspeichern, steigt jetzt einfach wieder in das Auto ein, drückt dann Pfeiltaste nach rechts. Und dann ändert ihr jetzt einfach wieder irgendeine Sache an diesem Auto. So, zum Beispiel Panzerung. Und dann könnt ihr jetzt die ganze Zeit so weitermachen mit dem Modden. Denn jetzt habt ihr nämlich dieses Auto auch erfolgreich abgespeichert. Und ja, Leute. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat. Aber ich würde sagen, lasst einen Like da, haut rein und ciao.